Herzlich willkommen zurück bei Franz vs. Streak. Heute mit dem, ja, mit dem sehr oft gewünschten Edge. Bei WrestleMania 24 hatten Taker und Edge ja wirklich ein Match gegeneinander. Und wie das Ergebnis dort war, weiß ja jeder. Deswegen würde dieser Modus ja auch nicht bestehen. The Streak. Mit diesem Match, falls wir es gewinnen, können wir ein paar Bilder freischalten. Ja, könnte man. Aber wir starten das Match einfach mal. Und werden uns vorher natürlich auch noch informieren, wie die Finisher-Situation bei beiden ist, beziehungsweise bei Edge, bei Undertaker. Wissen wir diese natürlich mittlerweile auswendig, ne? Alles klar. Also, Special Moves. Spear und Striking Spear. Catch Finisher, Catch Finisher. Ist beides Catch Finisher, okay. Im Lauf kann ich machen oder den in der Ecke. Execution. Oder Edge-O-Matic. Alles klar, alles klar. Vor dem Gegner. Okay, und das ist im Lauf. Okay. Oder als Irish Whip. Hier werde ich natürlich auch versuchen, so lange wie möglich erstmal gucken. Haben wir. Oh, Move Deep haben wir hier auch. Oh, oh. Sprung nach außen, Leverage Pin, alles klar. Und Comeback sogar. Wir werden versuchen, so lange wie möglich im Ring zu bleiben. Kennt ihr. Aber sobald der Taker einen Finisher hat, mache ich das anders. Oder. Werde ich wieder auf die übliche Taktik zurücksetzen. Oder hoffen. Zack. Taunten. Ich weiß noch nicht, wie lange die Taunts immer gehen. Deswegen. Sorry for that, guys. So, Neckbreaker vom Taker. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir, dass es dieses Mal nicht so gut klappen wird, wie beim letzten Mal. Nein. Da geht's raus. Aber wir können ebenfalls kontern. Können wir. Wir gehen auf Stop Rope und zeigen irgendwas. War wohl nichts. Ah, Backbreaker. Da wird der Rücken gebrochen. Ja. Vielleicht nicht so ein guter Witz. Ne? Vor allem bei Edge. Bam, bam, bam. All belly to belly. Leg Drop. Okay, das sieht. Taker, der nimmt schon die Oberhand hier. Übernimmt die Oberhand. Oberhand, mein Gott, nochmal. Jetzt lass mich doch mal. So. Auf dem Kopf natürlich. Na. Punch, 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 punch. Na, schon wieder der Belly, der Belly. Dem hat er, mit dem hat er es aber auch. Wir haben schon Comeback. Da werde ich ja wohl noch so rauskommen, danke. Wieder auf dem Kopf. Nein, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Komm. Komm. Ich muss rausgehen. Tut mir leid, Leute. Da gehe ich raus. Nein, nicht kein OMG-Moment. Nein! Achso, da kann ich ja erst kontern, wenn er angeflogen kommt. Okay, mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich befürchte nicht. Na. Ja. Sehr schön. Aber wenigstens sind wir schon mal draußen. Das hatten wir ja eh vor. So. Ja, taunt eine Runde. Übernimm mein Part. Na klar. So, Run DDT. Und langsam kannst du dann auch mal in Richtung, ja, dahin gehen. OMG-Moment! Zeigen wir ein Spear auf eine andere Art und Weise. Throw the Barricade! Fans freuen sich. So, okay. 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 Bam. Ja. Super. Sehr schön. Sehr schön gemacht, Taker. Okay, wir sind total am Ende, deswegen gehe ich noch lange nicht rein, sondern nehme ein paar Waffen. Ein paar Waffen. Oder eine Sitzgelegenheit, geht natürlich auch. Lass mich. Nein! Nimm das Stühlchen.
Und hau rauf. Bom. So. Nein. Jetzt nochmal. Jawohl, jetzt geht's auf die Mütze. Boom. Ja, auf die Beine kann man auch mal hauen. Kann er nicht schaden, ne? Jedenfalls uns nicht. Ja. Abdominal Stretch. Wir hätten jetzt schon verloren. Aber natürlich außerhalb des Rings nicht. So, na komm. Gehen wir auf den gewohnten Spot. Macht er jetzt etwa Signature Move? Nein, er macht einen Sidewalk Slam. Okay. Okay. Okay, komm, Franz. Das könntest du. Ha! Ich hab's gesagt. Vielleicht war es nur Glück. Wahrscheinlich war es nur Glück, ja. So, meine Taktik kennt ihr mittlerweile. Mal gucken, ob es jetzt wieder geht. Ja! Gekontert! Sehr schön. Dann zeigen wir doch mal ins Bier. Badam! Hihihi. Schön, hat wieder geklappt heute. Mal sehen, ob dieser Trend beibehalten wird. Bei den zukünftigen Finishern vom Undertaker. Wir lassen nochmal aufstehen. Lass nochmal aufstehen. Denn jetzt gleich kommt der Spear! Spear! Beim zweiten Anlauf. Okay. Kopf und Körper orange. Wir sind auf einem guten Weg. Zu diesem Zeitpunkt hätten wir... Also haben wir beim letzten Mal schon Taker besiegt mit Stone Cold. Aber heute nicht, heute nicht. Heute ist ein neuer Tag für euch. Je nachdem, falls ihr, wann ihr es guckt. Ihr könnt natürlich auch alles ineinander gucken, falls ihr zu einem späteren Zeitpunkt einschaltet. Bitte wieder zurück. Haha, komm doch her. Nu. Oh. Ich mag diesen Kamerawechsel nicht, wenn man von der Stage zur Ringnähe kommt. Ich mag den überhaupt nicht. Siehe Folge 1. Ende. Wir können auch laufen. Mhm, hast gesehen. Und. Ich konnte das! Haha! Einmal whip in, damit wir taunten können. Und eine Clothesline. Und leere. Er hat einen Signature Move. Okay, okay. Zu früh. Ja. Zu früh, zu früh, zu früh. Nein, mach einen Whip, mach einen Whip. Mach einen Whip. Okay. Okay, alles klar. Alles klar, Leute. Na, dreh mich um. Sehr schön. Wir haben zwei Finisher. Dann können wir auch mal einen Tombstone zeigen. Komm, komm, komm. Einmal. Up. And down. So, alles klar. Lasst aufstehen. Oh, boom! Ich möchte Folgendes probieren. Und zwar... ihn mit... Nein, wir müssen Resilience erstmal wegkriegen. Ich erinnere mich. Geht auf den Kopf, ne? Nee, oder auf die Arme? Auf den Körper? Keine Ahnung. Aber seine Resilience, die muss erstmal weg. Aber was ging das? Natürlich ging das auf den Torso. Eigentlich hätte ich schon aufgeben müssen. Eigentlich war ich aber früher mit. Eigentlich war ich früher dran mit Grapple. Ja, ich kann auch taunten, wenn du willst. Das geht auch. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem, Taker. So, jetzt einmal einen Snap mehr machen. Das geht aber auf den Kopf. Jawohl. Jetzt mal Resiliency. Weg damit. Danke. Vielen Dank, ich bedanke mich recht herzlich. Und so weiter. So, wir haben Signature Move. Wir haben Signature Move, Leute. Wir haben Signature Move.
Er steht gut. Für Execution. Jetzt gehen wir in den Ring und warten auf die Ankunft vom Taker. Ich fürchte, dass wir dann Chokeslam oder Hellscape abkriegen. Da mal wechseln. Na komm. Buh! Was? Nein! Nein! Nach diesem Kackglitch! Fick dich! Oh, ich dachte, jetzt hat er Dings gemacht. Nö, so nicht. So nicht. So lassen wir das Ganze nicht beenden. Habt ihr diesen Spear gesehen? Wie geil war der denn, ja? Jetzt meint er, da stehen bleiben zu müssen. Na komm her, Taker. Dreh mich wieder um. Dreh mich wieder um. Nein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da hat sich Edge irgendwie schon ein bisschen alleine umgedreht. Nein, nein, nein. Zu früh. Okay. Aber warum whippt er uns denn dahin? Warum whippt er uns denn dorthin? Ich weiß es nicht. Na komm, probieren wir das gleiche wie eben nochmal. Wir warten auf seine Ankunft und dann nochmal ein Spear. Spear! Vom Kopf aus! Nein! Nein, doch nicht so! Wir haben Comeback-Moment noch. Den werden wir jetzt einsetzen. Dreieck, 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 Dreieck! Warum machst du das nicht? Warum machst du das nicht? Ich will doch keine Resiliency einsetzen. Comeback, 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 Comeback. Ja, ja. Raus aus dem Scheiß. Ich habe keine Resiliency. Nein, nein, nein. Nein. Warum will das denn immer nicht klappen? Dreh mich um, Taker. Dreh mich um. Jedes Mal der gleiche Scheiß, ey. Wenn es klappt. Geh zurück in den Ring und versuch's dann mit dem Tombstone zu beenden. Warte. Was auch immer. Dazu muss ich ihn aber erst einmal umhauen. Mal mit einer Clothesline oder so. So, okay. Steh auf, Taker. Steh auf. Steh auf. Jetzt. Komm, das sieht gut aus. Jawohl, komm. Kreis, 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 Kreis. Ist die Streak vorbei. Erneut. Und. One. Two. Three. Was ein geiles Match. Oh Mann. Aber wir haben es erneut geschafft. Und ich habe Bilder freigeschaltet. Ah, wunderbar. Gucken, ob ich jetzt über 60.000 habe. Kann aber langsam. Also jetzt. Das wäre schon nett so, ne? Wäre schon nett. So, beenden. Schön wieder geschafft. Ich freue mich jedes Mal. Ganz ehrlich. Und? 77.000! Ist das ein neuer Highscore von mir? Weiß ich nicht. Guck dir mal die Finisher Reversal Bonus an. Wie oft haben wir gekommen? Das viermal? Dreimal? Viermal? Fünfmal? Irgendwie so, ne? Ist ganz nett geworden, so, ne? Auf was platziert uns das Ganze? Neue Highscore jetzt von mir? War auch ein schönes Match, wie gesagt. Der Rang ist noch nicht aktualisiert, aber wir können einfach mal gucken. Mit 77.000, wo wir da ungefähr wären. Sehen da nicht so viele hier. Oder? Na komm, das tun wir uns einmal an. Sind nicht so viele. 77.000. Na. Sind wir unter den besten 500. Na. Oh, es geht aber ganz schön weit hoch, was? 60.000 haben anscheinend eine Menge.
Natürlich bedenkt, dass diese Ranglisten wöchentlich sind und mittlerweile zum Aufnahme oder zum zu eurem Guckdatum ganz anders sein könnten. Oh, wir sind unter den besten 200! Hört, hört! Oh, oh, besten 100? Tatsächlich. Es müsste uns auf Platz 700... Ja. 81! Er hat noch mehr als wir. Oder 82. Nee, 82 sind wir. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. 82 der Welt! Mal gucken, wer Nummer 1 ist. Mit wie viel? Na? Nummer 1 musst du auch nur 114.000, aber auch nicht schlecht. Da muss man halt eine Menge Content und so weiter. Gut. Das war's. Wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr. Euer Franz. Platz 82, Leute. Der Welt in der wöchentlichen Rangliste zum Aufnahmezeitpunkt 21.11.2013. Mit Edge konnten wir ebenfalls die Streak beenden und nebenbei haben wir auch ein paar Fotos freigeschaltet. Die habe ich euch leider vergessen. Ich habe leider vergessen, euch diese zu zeigen. Naja, macht nichts. Könnt ihr euch ja irgendwo woanders angucken oder so. Naja. Auf jeden Fall schreibt mir in die Kommentare, mit wem ich das nächste Mal versuchen soll, Streak zu beenden. Edge wurde sich ja so einige Male gewünscht und nicht vergessen, diesem Video auch einen Daumen nach oben zu geben. Man sieht sich!